Was ist das da drüben? Sind das drei Abenteurer, die mich auf dieser Reise heute begleiten? Kyo, bist du's? Nein, wo bin ich? Auf dieser Abenteuerreise in Freakout. Oh mein Gott, ich sehe rote Haare. Ist das Seth? Hör mich nicht, ich bin beschäftigt. Hältst du gerade deinen üppigen Busen in die Kamera? Und das, oh mein Gott, was? Ist das Julimeet? Ja, nein, na. Ey, Hallöchen, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. SGHK nach wie vor, alle gefühlt tot. Kalle ist irgendwo mit den 257 lass am Aufnehmen. Max ist immer noch krank im Bett. Gnus, weiß ich nicht, irgendwo in Montenegro. Ich hab doch keinen Plan, Digga. Also, alle sind irgendwie weg. Da. Ich bin die Einzige. Wir sind der Ersatz. Wir sind der Ersatz. Richtig. Und ja, ich hab, das ist eigentlich Sterzig und die Random. Ich hab keine Ahnung, warum die alle nicht da sind. Ich bin der Letzte, der hier die Stellung hält. Aber ich habe tatsächlich trotzdem tolle Gäste heute hier, die alle Bock haben mitzuzocken. Ja. Und wir sind heute im Freakout. Wir haben gerade ungefähr eine halbe Stunde verbracht, in dieses Spiel reinzukommen. Mittlerweile hat es funktioniert. Lass uns reingehen. Ist ein Vier-Spieler-Horror-Game. Wir müssen irgendwelche dumme Scheiße erledigen und werden natürlich gejagt von einer Kreatur, die ich euch noch nicht spoilern will. Die man da hinten auch überhaupt gar nicht sieht. Echt? Hört sich heiß an. Also... Die no Ziege, way. Meinst du, oder? Die Ziege? Was weiß ich? Also. In Indie-Horror-Games erwarte ich prinzipiell alles. Also ihr seht, daher. Seth ist der Typ mit der Brille. Ich bin der Dude mit dem Pulli. Kyo ist... Hast du eine Brille auf, Kyo? Mit dem schönen bunten Pulli. Und Julimi hat dieses wunderschöne, weiß ich nicht, Kopfsteinpflastermuster. Ich bin der Hübschling. Naja, ist lass uns mal erst... Also, ich bin George, das fröhliche und lustige Kind. Er isst, schläft und spielt Videospiele. Alter, ich bin Ethan. Ungefähr meine Charakterzüge erkennen. Ich bin Ethan, das freundliche und treue Kind. Er liebt Fußball und ist immer energisch und stark. Ey, wenn er jetzt noch freundlich wäre. Ich bin Lukas, das Kind, das immer gemobbt wird. Das Haustier der Mobber. Okay. Oh mein Gott. Ja, okay. Das ist ja schrecklich. Wahrscheinlich überlebe ich, weil solche Typen überleben in der Regel. Ja. Ich bin Frank, das klügste Kind, das nur existiert, um alle anderen zu verwirren. Perfekt. Und damit gehen wir rein. Ich bin bereit. Let's go. Aber so Schwierigkeiten normal, schwer oder? Ja, mach mal normal. Nein, normal. Normal. Oh Gott, aber so okay. Bitte. Ja, wie gesagt, Rufe abgewendet. Ihr kennt vielleicht noch. Ich starte jetzt. Ja, perfekt. Bin schon drin. Ja, ihr kennt vielleicht noch, ne? Freakout. Ihr kennt vielleicht noch die Lunchlady-Folgen. Die Lunchlady-Folgen waren immer sehr krass bei mir. Und das ist, glaube ich, wieder so. Okay, da oben ist. Wir müssen 10 Handys finden. Ich sehe nur was. Dieser glowing Kopf, der hier vor mir auftaucht. Warte mal. Hi. Oh, aber bloß. Gehen wir zusammen oder trennen wir uns? Warte mal. Also bei mir ist alles schwarz. Trennen ist immer eine sehr gute Idee. LF ist Taschenlampe, ne? So, der Rücken. Hier. Was ist F? Kann man das heller machen? Ach so, F. Der Rücken. Aber geht die Batterie irgendwann aus? Das ist RF. Der Rücken. Einfach Rücken. Nur F, glaube ich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich gehe jetzt mal einfach ganz... Taschenlampe mit F? Ah ja. Okay. Hi. Diese Textur sterzig auf deinem Pullover. Ist so übelst pulloverig, Alter. Ihr seid doch alle irgendwie voll groß, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie alle sind ein Stück größer als ich. Meinst du doch proper, Alter. Habt ihr schon so. Angst? Bei mir sind die auch größer. Da war nichts. Kann man bei den Reifen springen oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine. Nee. Ich weiß das gar nicht. Das war ein Fortnite-Witz, Mann, ihr Boomer, Alter. Okay, ich würde mich jetzt kurz ausziehen, ja? Oh, geil. Überall unsichtbare Wände. Lieb's. Ich will gar nichts. Okay, ich bin wieder da, ich habe mich ausgezogen. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Also, was sollen wir machen? Wo seid ihr denn jetzt? Ihr müsst Handys sammeln. Bei Juli ist irgendwie so eine Ziege über dem Namen. Aber wo müssen wir denn hin? Ich bin einfach GOAT, greatest of all time. Hä, wo, ich komme hier überall nicht weiter. Wo müssen wir denn hin? Du musst hier über die Wand. Hier rüberspringen? Ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Siehst du? Sterzig, komm mal her, du musst den Schlüssel finden, weil das ist deine Aufgabe. Ah, hier, warte mal. Deine Aufnahme hier. Guck mal. Ja, warte. Hier. Aha, hier sind wir ja. Guck mal, hier ist den findest du jetzt und ich. Oh, ich hab übelst viel gesucht. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Schlüssel? Oh, Gott sei Dank, Sterzig. Gott sei Dank. Oh, das ist wie bei Slender. Junge, wie ihr auch einfach euren Arm ausstreckt. Das ist auf Dauer ultra anstrengend. Wie hebe ich denn den auf? Na, mit, Ich drück also, alles. Drück Juli, einfach. Juli, musst du vielleicht das aufheben? Ich glaube, jeder muss vielleicht sein. Ich weiß nicht. Jeder muss? Ich weiß nicht, vielleicht. Also Seth gesammelt. Seth gesammelt Tortaste. Sehr geehrter Herr Dudley, das ist unser letzter Aufruf. Einfach alle 6 Ziegen, um die Bazooka zu beschwören. Warte. Du brauchst die Hintereingangtaste. Warte, lies das nochmal vor, Julimi.
Dies ist unser letzter Aufruf. Opfere alle 6 Ziegen, um die Bazooka zu beschwören. Die Bazooka? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, 6 Ziegen zu opfern. Aber ich möchte keine Ziegen opfern. Du opferst jetzt Ziegen, verdammt. Mensch, stell dich nicht so an. Hast du mich verstanden? Okay. Aber wo opfern wir die? Vielleicht verbrennen sie? Na, am Opferplatz. Ah, ja. Ich brauche die Hintereingang-Taste, steht hier. Nee, du hast die Tor-Taste. Was ist denn hiermit? Hier ist noch eine Tür. Ich sehr aus. Okay. Lass mal drum herum gehen. Ach nee, scheiße, ist du brauchst Mauer. Die Hintereingang-Taste ohne Leerzeichen dazwischen. That's what she said, Alter. So. Nee. Wo, was? Ich fühle mich so nutzlos. Ich jeden Tag. Ja, Alter. Bist du auch. Mein ganzes Leben ist nutzlos. Also, okay. Kio, wer bist du denn nochmal? Ich weiß nicht. Der eine, der gemobbt wird. Lukas. Ja, ja, aber ich meine im Spiel. Sein, oder? Also ja, Lukas. Ah. Naja, wir müssen schon ein bisschen in Character sein. Okay, machen wir jetzt Roleplay oder was? Was hast du da eigentlich an? Kannst du mir mal was Richtiges anziehen hier? Wie du überhaupt aussiehst. Leute. Ich bin nach Hause. Ich hab mich eingekackt. Aber warte mal, wir haben noch. Komm mal mit. Ja. Nee, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Seth, du hast den Schlüssel gefunden. Ah, da ist der Rückentor. Wo? Ich hab. Oh. Wo? Der Rückentor. Ich hör's, oh, man. Ich hab Ziegengeräusche gehört. Ja, wir müssen zu dem Tor hier. Was mäht denn hier? Na, wahrscheinlich eine Ziege. Ach, hier ist der Opferplatz. Ach, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ach, du Schande. Wo ist der Opferplatz? Yo, hier drüben. Durchs Tor. Hm? Hier ist noch ein Schlüssel. Sterzig findet den Schlüssel. Ja, warte, lass mich doch mal kurz. Ah, guck mal, hier sind doch schon Ziegen. So. Okay, wir müssen. Ja, da ist eine Ziege drin. Du brauchst die vier Käfigtaste. Was ist denn das? Die Käfigtaste 5. Es tut mir leid, Ziege, aber wir müssen überleben. Du brauchst die Käfigtaste 4. Die Schrift vom Hintereingang ragt einfach über das Schild hinaus. Der Hammer, ey. Kannst du das aufnehmen? Ich weiß nicht, wie hast du denn aufgenommen? Mit E. Aber jetzt geht es. Ja, okay. Mach du einfach. Hauptsache, wir kriegen ihn auch. Steffi gesammelt Hintertaste. Oh, ich hab die Hintereingang-Taste gefunden. Wir können jetzt in den Hintereingang. Du brauchst die Käfig-6-Taste. Komm mit. Okay. Komm mit, Freunde. Auf zur Schule oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Zur Schule. Wo ist die Schule? Zur Party. Zur Party. Okay, hab ich gesehen. Zur Party. Aha. Oh yeah. Hallo? Ich wollte nur sagen, dass du einen geilen Arsch hast. Oh, dankeschön. Nimm das zurück. Yeah, okay, wir sind voll. Wir haben auf dich gewartet, dankeschön. Wie du da angesprintet. Ja, wir haben auf dich gewartet. Und wer ist hier vorne und sprintet vor? Natürlich. Ja, bei mir auch. Ich fast nur Vibes mit der Schule. Echt? Leckt's bei euch? Ja. Na, ich habe eine 94, also. Ich auch. Bei mir leckt's nicht. Aus die Chemielabortaste. Was ist das für eine Schlüsselsuchscheiße hier? Was soll denn? Brechen wir gerade eine Schule ein? Ich glaube ja. Nein, das würden wir nie tun. Wir sind gut erzogen. Ah, die Tür geht hier auf. Badezimmer. Aber noch sind ja keine Geister oder so. Also ist jetzt sind nur Ziegen da. Nee, hier ist gar nichts. Wie machst du die auf? Mit E? Ich glaube legit, meine E-Taste funktioniert nicht. Ich glaube auch. Wieso ist eigentlich dieser Ziegenkopf über Der hat eine 4090, aber keine E-Taste. Weil ich the greatest of all time bin. Nee, ich kann die Sachen nicht aufheben. Understood. Warte mal, vielleicht kann ich die Taste neu belegen. Okay, hier vielleicht 1. Rauszulassen, okay. Eine Ziege können wir dann schon opfern. Ich würde es aber sehen. Nimm die mal. Warte mal, ich kann immer Schlüssel aufnehmen. Gerade? Ich würde gerne, aber Sterze blockiert mich. Warte. Okay. Dein fetten Arsch da weg. Also ich kann mich bewegen, aber ich kann nichts aufnehmen. Ihr macht das schon für mich, ja? Ich leuchte immer nur. Wir tun einfach so, als hättest du das aufgenommen. Ja, aber ich musste halt auch durchkommen. Ja, aber du musst mich auch rauslassen. Das ist hier ein Geben und Nehmen. Also, ich bin hier im Eingang, du stehst hinter mir. Wie soll ich rauskommen? Ja, aber die anderen sind hinter mir. Ich kann nicht raus. Sterze, ich weiß nicht, aber... Lass mich raus. Lass mich raus! In die Ecke gedrängt, oder? Lass mich raus! Er ist nicht die Person, die er mobben soll. Ich sag's dem Lehrer. Ja, guck mal, so. Wir alle direkt gleichzeitig versucht, da reinzugehen, ey. Ich sag's Herr Wingert! So, Seth. Lass mich mal bitte in Ruhe. Okay, fertig. Du brauchst Chemielabortaste. Junge, die Bibliothek-Taste. Mach mal auf jetzt hier. Mach du doch auf. Geht mal da weg! Ey, lass mich nicht allein! Nee, du gehst doch raus!
Warum seid ihr immer noch im Klo? So, geht raus, geh vor. Susanne, lass mich nicht alleine. Ja, wir mussten halt kacken. Wir mussten kacken. Kommt mal mit hier, Ziege opfern. Haben wir eine Ziege? Wir haben jetzt eine Schüssel. Achso, wir haben eine Schüssel. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nein. Oh. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier irgendwo kann man rein. Hier. Ja, wollen wir nicht erstmal Dings opfern, den einen? Achso, habt ihr Ziege schon? Ich glaube, wir haben eine Schüssel für einen Käfig. Die Ziegen scheinen ja zumindest draußen. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo es. Wo geht's lang? Meine F-Taste. Ich finde es cool, dass man springen kann. Meine F-Taste funktioniert jetzt. Geil. Die haben sich Mühe gegeben. Okay, warte, ich komm zu euch. Oh, hier geht's nicht raus. Aber wo kommen wir denn her? Ich bin lost. Oh Gott, wo seid ihr? Ich bin auch lost. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott! Ich bin Zorro. Was ist hier? War ein Geräusch. Ich hab noch einen Raum gefunden. Wo ist der Ausgang? Hallo, ich will raus. Klaus. Alter, Seth gesammelt Handy, let's go. Ja, ich habe ein Handy gesammelt, also Nokia 3310 oder so, was war das? Oh, gutes Teil. Wie viel Akku noch? Oh, wahrscheinlich 99. Wo kommen wir denn raus? Ja, hier hinter ist irgendwas. Schon wieder so ein Ding. Hier hinter knurrt was. Ich glaube, hier ist ein Radiergummi, oder? Das ist ein Telefon, ich würde gerne Hilfe rufen, aber ich kann nicht. Alter, gesammelt Hundefutter? Was? Warum nicht? Aber vielleicht für den Knurren. Hier ist ein Hund! Hier ist ein Hund jetzt! Was? Wo? Hier direkt? Wo seid ihr? Mir! Wo seid ihr? Ich hab Hundefutter! Wo seid ihr denn? Oh mein Gott! Okay, er hat abgelassen. Seth, wo bist du denn? Weiß ich, nicht dahin gehen, nicht da ist nicht dahin gehen? Nee. Herr Seth, wo bist du denn? Na hier! Bei euch! Achso. Und wo ist der Hund? Ich bin jetzt wieder draußen. Ich soll nicht dahin gehen, alle gehen hin. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal raus. Komm, wir gehen. Dieses Ziege opfern oder? Ja, ja, komm mit. Ja, ja, ich mach jetzt den Käfig auf. Aber ihr macht das. Ich möchte das nicht machen. Ich liebe Ziegen. Was mach ich mit Hundefutter? Ich liebe auch Ziegen, deswegen erlöse ich sie von ihrem Schicksal. Oh, du bist so lieb. Du bist so lieb. So. Hier, guck. Die ist einfach weg. Ach, das war ja unspektakulär. Hä? Haben wir die jetzt einfach geopfert? Ich dachte auch, da kommt jetzt krass Animation. Da hinten läuft was! Rein da, Sterzig. Oh. Da ist der Hund. Oh! Hund kommt! Wo? Hund! Hund! Aber, Junge, wie scheiße! Pluto! Oh, Junge! Oh, Junge! Ey, lock den mal in den Käfig! Ja. Weiß ich nicht. Ich stell mich hier hinter. Ah! Oh mein Gott, ich bin auch. Ich bin die Fresse. Ihr seht aus, als würdet ihr schwimmen. Die Animation von ihm ist so heftig. Oh mein Gott. What the fuck? Mich hat's komplett zerrissen. Sind wir alle tot? Aggressiv dieser Hund ist. Hat er gerade mit einem Wissen... Los, Alter. Du hast Hundefutter. Oh, du hast das Hundefutter sogar noch in der Hand. Hey, wir sind alle tot? Diese Animation, das ist das ganze Spiel so billig, aber die Animation geht 15 Sekunden lang. Wir sind alle gestorben durch einen Bissen? Geiles Spiel. Dass dieser kleine Hund uns alle getötet hat. Wow. Aber das Ding ist, ich habe Hundefutter in der Hand gehabt. Wir hätten es irgendwie benutzen müssen, glaube ich. Okay, ich bin eine Leiche. Hier ist ich auch. Ich bin geil. Ah, nee, warte, geil. Ich bin eine Ziege. Was? Ja, wir sind alle Ziegen. Ich bin jetzt eine Ziege. Wir können uns selber opfern, um es zu beenden. Können wir jetzt als Ziege weiterspielen? Nee, hä? Ja, okay, das hat ja... Warte, Katzi. Wisst ihr was? Wir haben es nicht anders verdient. Wer ist das für ein fetter Mann hier? Oh mein Gott. Wo ist das? Hä? Junge, ich hab gar keine Ahnung, was abgeht. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal. Die Dudley High School war immer von seltsamen Gerüchten über ihren Rektor mit Mr. Dudley. Der Rektal. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir ja draus gelernt. Wir wissen ja, was abgeht. Ne? Wir sammeln jetzt schnell da vorne das Ding. Dann gehen wir zum Ritual. Ja, aber kommt jetzt schon der Hund? Nein, der Hund kommt jetzt. Er kommt, wenn einer drüber ist. So. Krieg ich das hin, oder lass muss Abi wieder ran? Ich drück halt überall drauf, aber passiert nicht. Wie grabt man den Schlüssel? Okay. Aha. Tor-Taste. Der ist für hier hinten, ne? Ja, ich geh jetzt hin, hol dir den anderen Schlüssel und dann können wir rein. Yeah. Also, so wie ich sehe... Oh, Ziege! Wer war das? Komm her! Wo ist der Ziel? Da hinten doch nochmal. Oh, ich hab Zielgeräusche. Ich sammle den nächsten. Ich sammle den nächsten Schlüssel. Da ist er. Ah, okay, aber die sind immer am gleichen Ort.
Anscheinend, ey, God fucking bless, ansonsten hätten wir ein Riesenproblem. Ja, das wäre krass. So, dann weißt, knacken wir jetzt auf, hol den nächsten Schlüssel und dann versuchen wir nochmal die Ziege zu opfern, oder? Ja. Yeah. Also aber nicht so viel Zeit auf dem Klo verbringen diesmal. Also die Story ist, dass unsere Handys abgenommen wurden und wir in die Schule sind, um die zu holen. Aber warum nehmen wir 10 Handys mit? Wo sind die anderen, Alter? Ey, I got 2 phones. Wir nehmen es für ins Team mit, natürlich, ne? Das ist, die wollen die verkaufen, ich sehe schon. Ah, hier geht's rein. Ah ja. So. Die machen Business. Da ist ein Handy. Ich nehm's. Oh, Dicker, das ist mein TikTok-Handy. Da ist Hundefutter, ich nehm's. Ich werd mal Influencer, wenn ich groß bin. Da mache ich ganz viel TikToks. Ich hab auch ein Handy. Sag mal, wart ihr eigentlich früher so, wenn ich groß bin, werde ich Influencer? Ich wollte mal Sängerin werden. Mir fällt gerade gar nichts ein. Wie läuft? Seth, wie war das bei dir? Werden. Ich wollte und will immer noch Astronaut werden. Ich? Hast du echt den Witz gerippt? Ja, dann wisst ihr was, gebt mir einfach keine ehrliche Antwort. Ich würde mich dann jetzt hier von... Hä, nein, das war eine ehrliche Antwort. Na, was wolltest du? Wir sind dabei. Wir sind mit dabei. Damals, also als ich jung war, gab es noch gar keine Influencer. Das ist ja, genau. Also Influencer. Auch. Gab nur diese dumme Krankheit. Wir sind nämlich vom alten Schlag. Ja. Jetzt gibt's die Krankheit zweimal. Oh, Medkit! Okay, Medkit ist worth. Oh, Hundefutter! Wieso chillt ihr wieder auf dem Klo? Ja, aber wir müssen das doch einsammeln. Aber wie sehen denn die Handys aus, die rumliegen? Ich laufe hier auch die ganze Zeit rum. Aber nein, wie Nokia. Das ist Nokia-Ding, was niemals kaputt geht. Hast du so ein richtig... Oh, eine Ziege! Ich hab eine Holzziege! Hä, Digga, was, oh, fuck yeah. Was gibt es für Items? Okay, ich hab einen Schlüssel zu irgendwas. Ich weiß nicht. Geil. Was. Zu passen? Keine Ahnung. Moin? Hier liegt eine PlayStation. Das steht doch aber perfekt. Da. Ja, das habe ich. Oh, ich habe einen Schlüssel. Du hast gelesen. Ah, doch, warte. Gesammelt Käfig 1 Schlüssel habe ich gefunden. Ziegenkäfig. Okay, dann gehen wir jetzt raus wieder. Sterzig gesammelt Käfig 1 Taste. Oh, ich habe auch Hundefutter. Aber was machen wir mit dem Hundefutter? Ich glaube, ja, ich habe verlaufen. Ich glaube, das kannst du safe irgendwie platzieren. Weil du hast ja auch so eine Hand. Und dann geht der Hund dahin und lässt einen vielleicht erstmal in Ruhe. Das ist meine Idee. Ja, mit X kannst du wohl irgendwie Fallen platzieren, habe ich gerade. Warte mal, Option, gesehen. Tastenbelegung. Ja, Fallen X. Können wir mal testweise einer X drücken, der so Hundefutter hat? Soll ich? Ja. Aber dann ist es hier einfach. Ja, ist egal. Aber vielleicht nicht lieber draußen? Ja, aber Hauptsache, wir wissen ja, was es ist. Ja, das funktioniert. Okay. Legt das jetzt da hin, oder? Ich kann es auch wieder aufnehmen. Ja. Jetzt also, zeig mal. Hier. Cool. Was hast du in deiner Hand? Und ich? Benzin. Oh. Benzin. Medkit. Lass mal die Schule abfackeln. Das ist auch eine gute Falle. Medizin. Gute Idee. Ja, ja. Ich find's cool, dass wenn der das Medkit aufnimmt, dass sich anhört, als würde er irgendwie am Schlüsselbund rappeln. Okay, wo gehen wir hin? Also, wo ist draußen? Na, raus. Ich weiß nicht mehr, wo draußen ist. Ich habe meine komplette Orientierung verloren. Hier ist draußen. Ja? Ja. Geht das auf? Vielleicht sollten wir diese Türen nicht zumachen. Nee. Ich dachte, vielleicht kommt der Hund nicht rein. Okay. Ich höre irgendwas. Ne? Auf. Aber ich glaube, wir können uns... Da kommt der Hund, X, 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 X! Oh, wohin X. jetzt? Wohin jetzt? Julie, drück X! Okay, ich hab X gedrückt. Okay. Aber es Hund ist ausweichen, Hund ausweichen, Hund ausweichen. Das Hundefutter fliegt! Was? Nein! Aus! Weich dem Hund aus! Ich glaube, es läuft mir hinterher. Wieso fliegt das Hundefutter? Vorsicht! Du kannst auch nicht mehr aufheben. Das ist eine dumme Scheiße. So. Ich hab's aufgehoben. Nee, hab ich nicht. Nee, ich hab's aufgehoben. Seth gesammelt Hundefutter. Du hast ein Dings Medic-Pack geopfert. Ja. Okay, Ziegenkäfig Nummer 1 ist offen. Habt ihr? Ja. Gut. Sehr gut. Wo ist der Hund? Ich hab keine Ahnung. Oh! Mann, der Hund. Okay, aber haben wir irgendeinen zweiten Schlüssel oder whatever? Scheint nicht. Weil wir müssen jetzt aber ich bring Mello mit. Ja, ich hab Mello untergelegt. Nein. Perfekt, keine Wirkung. Was? Aber da sitzt die Platsche ein! Okay, haut einfach rein. Wir schließen ihn einfach aus. Wir gehen wieder rein, schließen den Hund aus und dann passt es. Yeah. Er will nur spielen. Nein, er will uns aufschlitzen. Ja, er will nur spielen, natürlich. Er will nur spielen. Er will uns komplett aufschlitzen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob er mitten in die Schule reinkommt. Kommt her! Hier drüben! Okay, dann geht ihr da drüben rein. So, zack, Tür zu.
Perfekt. Tschüss. So. Okay, das hat doch geklappt. Ja, aber der ist auch gar nicht so schnell, der Hund. Also ja, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt auch ein paar Schlüssel vor allem. Ich habe noch ein Medkit gefunden. Wohlsterzig. Ja, guck mal, wir brauchen ein Chemielabor. Schlüssel. Wir brauchen. Ach, Biologieraum haben wir schon. Hier knurrt irgendwas. Okay. Leute, ich wurde von einem riesigen Dude zermalmt. Was? Ich bin tot. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Er ist in der Wand. Komm mal hergekrabbelt. Ich hab grad noch die Animation. Junge, Alter. Er ist vor der Tür. Bro, das war so laut. Kannst du uns krabbeln? Nee. Ich seh nix. Ich rette euch. Ich seh leider gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, jetzt. Okay, warte mal, nee, der ist hier hinter der Tür. Der ist da durchgebackt und hat mich geholt. Ich kann nichts machen, ich würde gerne E drücken. Oh mein hat jemand Medkit? Ich drück mal X. Er hat ganz großes Teil hat er. Oh nein, ich kann das nicht aufnehmen. Der sieht auf jeden Fall schlecht gelaunt aus. What the fuck? Ja, hier liegt's doch. Okay, alles. Ich bin jetzt eine Ziege. Seht ihr mich? Nein. Ey, du bist eine Ziege, ja. Doch, du bist eine Aber Ziege, du kannst trotzdem... Ja. LOL. Können wir dich opfern? Ich hab keine Ahnung, Digga. Oh, meh. Hallo, ist hier ein Schlüssel? Nee, du bleibst einfach hier und lenkst ihn ab und wir machen weiter. Ja, aber das haben wir schon. Aber können wir dich nicht irgendwie wieder... Nee, das haben wir jetzt verpasst. Weil das ist einfach Ziege. Hätten wir das Medkit nehmen müssen. Was macht der überhaupt in der Schule? Ich finde das Schule voll süß. Wie der aussieht, Bro. Ja, der hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Aus dem Physiklabor. Aber wie ist das denn jetzt? Also, ist der jetzt da eingesperrt oder kannst kommt der raus? Kannst du noch was machen als Ziege? Also, kannst du auch noch E drücken und X und so? Ich kann gar nichts drücken. Ich laufe jetzt gerade nur rum. Ich weiß nur, ich bin mir fast sicher, ich kann safe irgendwie wiedergeholt werden. Aber ich weiß nicht wie. Ja, ich glaube, wir haben den Slot verpasst. Also, wir hätten dich beleben müssen mit dem Medkit. Ich glaube, du kannst jetzt echt nur noch so mitlaufen. Meinst du? Cool. Ja. Aber du kannst für uns auskundschaften. Na, es ist ziemlich dunkel. Ich muss ja eigentlich bei euch bleiben. Ich habe halt keine Taschen, aber ich bin halt nur eine dumme Ziege. Ja, wie der da. Wie der hier im Flur rumrülpst, der Typ. Mach Ziegen nicht runter. Ziegen mach das voll, du kannst einiges machen. Sollen wir neu starten oder? Weil nee, mach erstmal weiter. Also. Gesammelt Hintereingang ist ja übel dumm. Weil sein Bild ist ja jetzt der backt hier komplett durch. Ich könnte mal versuchen, die Tür aufzumachen. Aber dann lassen wir ihn ja rein. Ich weiß halt nicht, wo wir sonst hingehen müssen. Also irgendwie. Wir haben ja keine Schlüssel mehr. You know? Nee, vielleicht ist die ja jetzt auf. Ja, ich finde auch nichts mehr. Junge, wie der mich durch die Wand geholt hat. Das war so frech. Oh! Ich bin auch tot. Durch was? Es gibt nicht mal eine Animation. Dieser Ziegenmann hat mich erlegt. Diese Animation, da haben die sich Mühe gegeben. Ja, aber das ist auch das Einzige. Von außen sieht man halt gar nichts. Aber ist er durch die Tür gekommen? Ja, der killt dich halt durch die Tür. Ach so. Hey, warum gehst du denn da hin? Was? Ja, ich wollte irgendwie die Tür aufmachen. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Ja, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal. Also, wir müssen das jetzt, wir okay, umgehen einfach die Tür. Lass uns töten. Ja, lass uns töten. Komm, töte mich, hol mich, Ziegen. Okay, wow. Ja, das ist dann auch richtig laut plötzlich. Dramatisch. Oh, das ist richtig laut, oh mein Gott. Okay, also wir weichen dieser Tür aus. Das Blut splattert ja auch heftig. Wir versuchen es, alle guten Dinge sind drei, sagt man ja auch, oder? Los, Seth, geh hin, umarm ihn. Oh, wie auch lacht die ganze Zeit. Dieser Alterste. Komm her, mein Freund, komm her. Ja, sitz weg! Hä? Die Tür kriegst du aber auch nicht auf, ne? Musst du dich aber anders töten lassen. Warum steht denn eigentlich über unserem Kopf dann nicht bereit? Hä, wieso lebst du noch? Ja, weil der weggegangen ist. Ja, will ich nicht töten. Ja, pass auf, wir gehen, komm. Die Schnauze voll, ich geh zurück ins Hauptmenü. Ausgang, ich sag, freak out! Alle guten Dinge sind drei. Wir sind alle wieder zurück. Ich habe mir was zu trinken geholt. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Dieses Spiel ist richtig gut. Und ich möchte, dass ihr, wenn ich eine Person höre, die flamet, dann raste ich aus, ja? Ey, wir flamen nicht. Cool. Rechtsspiel. Habt ihr Spaß? Wegrennen, ja?
Oh ja. Der dicke Alte ist langsam. Aber habt ihr Spaß? Der dicke Alte war im Saal. War im Saal, also. Ja, ja, da kommen wir erstmal gar nicht rein. Hier noch erst hin. Schön. Herzig, wir lieben es. Nee, Chef, du musst noch hinten den anderen Schlüssel abholen. Badababa, ich liebe es. So. Badababa, I'm loving it. Ich hol mal den Hund. Ist doch ganz schön dunkel irgendwie, ne? Also, the greatest of all time ist immer derjenige, der die Lobby erstellt, übrigens mit dem Ziegenkopf da. Der Mörder ist immer der Gärtner. Okay, so. Also, Mission jetzt lautet, wir gehen rein, suchen erstmal ein paar Schlüssel und schauen, was wird. Dann gehen wir raus. Ich würde, also, wäre geil, wenn wir mal mehr als eine Ziege opfern könnten. Mhm. Oh, ja, das for fun. Sein. Das wäre so krank, Mann. Also, mein Herz blutet dabei, aber es wäre geil. Das wäre gestört, wenn wir das schaffen. Okay, haltet die Augen offen. Oh, hier ist ein Nokia-Handy. Hier auch eins. Oh. Da haben wir schon. Hier ist ein Schlüssel. Nokia! Oh, direkt, hier. Büro des Direktors Schlüssel habe ich gefunden. Nokia-Senpai. Habt ihr gerade mitbekommen? Also, während ihr hier diese Sounds macht, ich habe den Schlüssel vom Büro des Direktors gefunden. Oh, das ist krass. Ja, ja, das ist ja cool, aber guckst du eigentlich Anime? Nein. Nein? Nein. Die Stille. Nein, fertig. Nein. Nein. Guckst du Anime? Nee, ich habe Stasi gerade auf Discord blockiert. Ach so. Aber guckst du Anime? Darum geht's jetzt gar nicht. Versuch nicht abzulenken. Guckst du Anime? Natürlich gucken wir Anime. Ich gucke mir Anime. Ja? Ganz an. Jeder ganz sicher? Nicht Anime. Der hat sich scheinbar. Scheinbar. Okay, du machst die Türen auf. Gut, gut, gut. So. Ja, wir haben den Schlüssel vom Büro des Direktors. Wenn ihr das findet, dann können wir da auch rein. Da liegt bestimmt schon der nächste Schlüssel. Vielleicht für den Saal, wo der Typ drin ist. Oh nein, ich will nicht in den Saal, Sterzig. Doch, wir gehen jetzt in den Saal. Nein. Aber da ist doch der böse Mann, der Dirty. Der will doch nur spielen. Also nächster Schlüssel. Oh, ich hab den Saalschlüssel, ihr Keks. Ich hab den Saalschlüssel, ihr kleinen. Hast du mich gerade Keck genannt, okay? Oh mein Gott, Digga. Er hat mich einfach Keck genannt. Oh mein Gott, wie es laggt. Okay, wollen wir in den Saal? Kommt mal alle zum Saal. Ah, wer hat das Hundefutter mitgenommen? Ich. Komm du mal zum Saal. Gesundheit, langes Leben. Mach auf jetzt hier. Mach öff. Mach öff. Mach öff. Nee, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ach, pass auf! Nein, war da nicht dieser böse Mann drin? Ja, war da nicht dieser? Da ist der böse Mann drin. Hier ist nichts drin. Also, Nokia! Wenn wir diese Ziege opfern. Hundefutter! Cool. Ich nehme lieber ein Medkit, weil ich weiß Junge. Nicht, wie das Hundefutter. Habe ich jetzt eingesammelt? Ich habe einen Key eingesammelt. So kann ich das nicht aufheben. Du hast? Ich kann es nicht aufheben irgendwie. Hier ist eine Treppe nach oben. Oh, ich muss nicht. Auserwählte. Wie hebt ihr das auf? Gesundheit. Ich habe genießt, danke schön. Wie kann man das aufheben? Das funktioniert nicht. Der vierte Mann! Auf E. Ich hab Dirty gefunden. Ich geh mal die Treppe hoch. Wo ist er denn? Ich bin jetzt ganz allein. Der ist. Ich weiß nicht, links von euch. Wie wär's, wenn du ihm mal eine schöne Umarmung gibst, ihm ein wenig gut zuredest? Oh, oh, der ist das! Er will nur spielen, hat er gesagt. Echt? Ich weiß. Okay, Leute. Schön einfach wegrennen, wenn ihr ihn seht. Ist das unser Rektor eigentlich? Das ist mein Rektor, mehr. Das ist der Rektor, okay. Netter Mann. Dein Rektum? Dein Rektum. Ja, das hast du jetzt gesagt. Kann man hier. Ey, ich hab eine neue Stage entdeckt. Eine neue Stage. Man kann hoch. Ja, man kann hier ist auch noch ein Medkit. Ah! Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Er ist hinter mir. 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 Er will nur spielen. Ja, er ist hinter mir. Er folgt mir. Er hat eine kleine Lampe. Aber er ist übel langsam, Leute. Er ist übel langsam. Eine kleine Lampe. Stimmt. Ja, er hat eine kleine Lampe. Eine kleine Survival. Taschenlampe. Süß. Okay, nicht vergessen. Ach, scheiße, Schlüssel. Der kommt jetzt. Wie soll ich denn hier suchen? Oh, erstmal ausweichen. Das ist die Kunst. Ich habe 9 Schlüssel. Physiklabor. Ey, ist noch Medic, ich habe noch einen Schlüssel. Schwimmbad. Physiklabor-Taste, sehr gut. Oh, ich jetzt rennt er! Er rennt! Ich habe Schwimmbad was? Und Physiklabor. Er rennt! Rage Mode! Er rennt! Der ist trotzdem übelst langsam. Der ist richtig aggressiv. Der ist aber lahm. Aber ich dachte, er rennt, das ist schnell. Er ist kurz gesprintet.
Nö, aber er kann nicht so lang. Wo ist er gerade? Ja, der ist halt nicht trainiert. Aber der ist richtig aggressiv gerade. Der ist richtig aggressiv. Liegt noch ein Medkit? Wo seid ihr eigentlich? Liegt noch ein Medkit? Ich bin gerade oben. Schön suchen einfach, Leute. Schön alles. Ich habe noch ein Nokia. Wir sind schon bei 4 Nokias, Chat. Ja. Chat wollte ich schon sagen. Ihr seid Chat. Nokia. Chat. Connecting people. Oh mein Gott, Leute. Ich habe noch ein Handy gefunden. Ich glaube, oben haben wir schon alles abgesucht. Chat, ich habe einen dicken Mann. Chemielabor. Chemie. Seid ihr alle wieder unten, oder? Leute. Warst du mal in eine Sporthalle? Ich fühle mich so einsam. Leute, hör mir mal kurz zu. Ich habe hier 2 Safes gefunden. Ach, und wisst ihr, welche Schlüssel wir dafür brauchen? Nee. Oder wir brauchen die Sicher-1-Taste. Sicher 1. Ja, weil es ein Safe ist, you know? Vielleicht. Ich glaube, vielleicht habe ich das. Warte mal, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wo ist denn das? Hier drin. Hier ist die Sicher-1-Taste. Oh mein Gott, ich bin gleich tot! Oh, er ist schneller geworden! Hier ist die Sicher-1-Taste drin. Ich komm hier nicht rein. Ist ja richtig aggressiv. Wie bist du hier reingekommen? Wir sind hier in der Ecke. Ja, komm, die Tür ist auf. Nee, ist sie nicht. Bei mir schon. Gehst du? Oh, hä? Hier sind die sicher. Hier bin ich wirklich sicher? Oder ist ein Safe? Nee, safe hab ich irgendwie nicht. Hab ich doch nicht, scheinbar. Okay, Kio, bist du tot? Hä, was hab ich denn aber für einen Key? Oh. Krankenstation ist hier, Musikzimmer ist hier. Ja, komm mal zu uns. Ja, ja. Musikzimmer 1. Ey, das ist so dumm, dass du nicht mit den Schlüsseln der anderen raus kannst. Ich komme jetzt hier nicht raus. Ach so. Ja, aber wir kommen ja. Oh Gott, das ist mich erschrocken. Hier drüben. Doch, man kann sich da rausbacken. Ah, okay. Verstehe. Also bei mir ist halt, wie gesagt, die Tür auf. Awesome. Warte mal, hier drüben ist ein Ausgang. Ja, nee, der ist zu. Ey, oh, da hinten kommt er, da hinten kommt er! Da hinten kommt er! Oh, wir müssen jetzt irgendwie weg, aber wir kommen hier weg. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier durch den Typ, Alter. Wir sind tot. Scheiße! Was stimmt mit euch? Ich bin nicht. Er ist hinter mir. Ich hab ihn weggelockt. Geh weg! Er läuft mir hinterher. Lebet, Kinder, lebet! Wenn wir nicht mit dem Hundefutter irgendwie weglocken. Lebet! Ich glaube nicht, dass er Hundefutter will. Okay, er ist oben. Er ist oben bei mir. Er folgt mir. Okay, dann können wir jetzt hier rausgehen, ne? Also ich fühle mich wie so ein Huhn. Ich hab keine Ahnung. Ich fühle mich wie ein Huhn. Ein Hunensohn. Ich kann die Scheißtür nicht aufmachen! Geil. Danke, Sterzig, für die Einladung, wirklich, du Wichser! Ja. Nee, hat wieder Spaß gemacht, hier immer. Okay, er rennt mir immer noch panisch hinterher. Ja, würde ich nur fragen, ob du Spiele auf dem Handy hast. Vermutlich, oder? Ja, was läuft noch? Ganz andere Dinge von dir. Hier irgendwelche Türen, wo es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wo er ist gerade. Also das Chemielabor ist unten. Also generell. Ich verstehe nicht, dass wir das nur zu viert hinbekommen, die Spiele irgendwie durchzuspielen und ein bisschen weiter. Ihr chillt jetzt erstmal. Sucht einfach weiter nach Schlüsseln. Ich habe noch ein Handy. Warum sind da? Bist du oben oder was? Ich bin gerade unten in dem Chemielabor tatsächlich. Ach so, da bin. Oh hi. Oh shit, da kommt! Nein, ich weiß nicht, ich habe keine Orientierung, ich bin tot. Echt? Ja. Oh shit, hat jemand Medkit? Ich bin in der Wand festgesteckt. Oh, Vorsicht. Du hängst echt in der Wand. Ihr könnt mich aber heilen. Ich hab kein Medkit. Ja, ich hab auch kein Medkit. Aber ich sag doch die ganze Zeit, es liegen überall Medkits rum. Aber ich weiß nicht, ich hab nur Hundefutter. Nimm doch den Scheiß mit. Drück mal X. Du hast Medkit. Na, du hast auch nur Hundefutter. Nee, ich hab Medkit. Drück mal X. Nee, Sterzig hat Hundefutter. Ah, doch, es liegt jetzt da. Okay. Du hast auch Hundefutter auf mich zu droppen. Ich hab ein Medkit, so jetzt, aber was mach ich jetzt? Heil mich! Ich mal. Oh. Ah! Er ist einfach durch die Tür. Oh mein Gott! Warte, ist der böse Mann bei euch? Ja. Ja. Oh, der böse Mann ist bei uns. Oh. Nein! Und der ist richtig aggressiv. Ey, ich sehe gar nichts mehr hier als Ziege. Aber er kann nicht lang. Scheiße! Okay. Ziegenmodus aktiviert. Warte. Kann ich doch bestimmt als Ziege jetzt heilen, also oder? Ich hab übrigens, ich hab noch Keys für Schwimmhalle oder Sporthalle. Vorsicht, der kommt, Oh nein! Es ist so laut plötzlich!
Er ist hier auch gestorben. Ich bin tot, ja. Es ist plötzlich toll. Aus. Ich hab nur Hundefutter. Aus. Hier muss doch irgendwo. Also die Medkits bringen scheinbar nichts, oder was? Die bringen nichts. Also ich hab's aufgehoben, stand über deiner Leiche und konnte nichts damit machen. Ja. Hm. Vielleicht geht das nicht, wenn ich. Ich lebe wieder! Wie denn? Ich hab's auf mich selber angewendet. Was? Anscheinend. Ich hab F gespammt und dann ging's wieder. Oh, ist ja aber cool. Oh no. F. Also F Leute, unbedingt. In den Chat. Ja. Hallo, Seth. Komm mal mit mir mit, Seth. Warte, ich mal. Ich spende dir Licht, dann kommt er. Komm mit. Oh, okay. Der böse Mann. Ich sehe halt gar nichts, ne? Also, so. Shit. Siehst du auch nicht den bösen Mann? Shit. Okay, er will mich. Er will dich? Geil, er will dich. Ich komm die Treppe nicht hoch. Falls hier eine Treppe ist. Oh, er ist wieder weg. Okay. Der Hund kommt übrigens nicht rein, der ist immer draußen. Ja, das ist doch geil, einfach. Das ist doch geil. Wir brauchen halt. Oh! Ich bin tot. Nein, der Hund kommt auch rein! Ich bin tot! Das hat jemand. Ach, der Laune. Kann man nicht Hundefutter auf sich aktivieren irgendwie? Ja, drück F, ich weiß nicht. Vielleicht kann man als Ziege das Hundefutter benutzen. Alter, Personalraum 1 Schlüssel habe ich gefunden. Müssen wir aufmerksam. Hier ist noch ein Schlüssel, seid ihr dämlich? Musikzimmer 1. Ey Leute, das Spiel macht so Bock. Lass das mal ein bisschen privat auch zusammenspielen. Ja, unbedingt. Das ist dein Ernst? Ja. Natürlich. Ich werde jetzt auch eine Ziege. Ja, ich will schon mal eine Ziege sein. Warte, hier ist ja gar nichts. Oder? Warum habe ich für diesen Raum einen Schlüssel gefunden? Meh. Warum musste ich für diesen Raum einen Schlüssel finden? Hier ist nichts. Oh, es ist ja wirklich sehr dunkel als Ziege. Oh, sicher. Ja, du siehst gar nichts. Also, nur noch Sterzig lebt, oder was? Echt? Ja. Ja, ich glaube, wir sind alle. Ja, ich dachte, der Hund kommt rein, aber er hat nicht gesehen. Ein Mann. Eine Mission. Allein. Verlassen von denen, die er liebt. Ja. Käfig 4. Also, wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch ein Schlüssel. Ja, benutzt den Käfig, damit Auditorium. Wir zwei Ziegen geopfert haben. Geil, ich habe noch ein Medkit. Ja. Damit wenigstens wir nicht umsonst gestorben sind, sondern noch irgendetwas mit uns verreckt. Warte, komm mal alle mit, komm mal zu mir. Aha. Okay, aber der Mann ignoriert mich. Oh, Mann ist als Ziege voll schnell. Komm mal mit. Können wir hier raus? Miau. Das ist hier, nee. Okay, ich versuche euch mal, vielleicht, weil da steht irgendwie, oh, wer kommt da? Es muss ja einen Grund geben, warum wir jetzt Ziegen sind. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich euch wiederholen kann draußen beim Opfern. Aha. Das ist zumindest, was ich jetzt vermute. Ja, der Typ rennt auch mit euch mit. Aber ich weiß nicht, wohin. Ja, wir laufen in Kolonne. Oh shit, der ist schnell, Alter. Geht's hier raus? Okay, geht's nicht raus. Oh fuck. Geht's hier raus? Bitte, Saki, geht's raus. Du kommst fast, ist mal als Ziege irgendwie schneller, kann das sein? Nee. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich bin, wo bin ich? Was ist das? Ich wollte hier nicht hin, ich wollte nach draußen. Stimmt. Der hat sich aber nicht mehr. Ich habe jetzt auch die Orientierung verloren. Bei mir ist einfach nur schwarz. Einfach Black Screen. Einfach nur nicht bereit. Nicht bereit. Schwebt deine. Ich fühl's aber. Nicht bereit. Warum kann man als Ziege nicht auch so eine Stirnlampe haben oder so? Wär fähig. Ja. Also geil. Ich sag mal, für die Gameplay-Qualität wäre es schon geil. Wir ich bin auf jeden Fall in diesem. Trotzdem schon gut. Ich bin in diesem Auditorium oder so ein Shit, aber hier liegt ja halt auch gar nichts. Ein bisschen, was das Hundefutter kann. Hier liegt aber halt dann ist es doch besser, nichts. Wenn wir alle Medikit sammeln, außer also nicht Futter, weil das funktioniert ja. Nee, ich will noch herausfinden, was es kann, also doch. Also ich habe es einmal benutzt, aber irgendwie ist es in der Luft hängen geblieben und der Hund hat es ignoriert. Ja, geil, Alter. Ja. Ihr wartet. Ja, ich bin eine Ziege und bin stuck irgendwo in der Wand. Das ist perfekt. Also genau so wollen wir es. Arztag Bronze. Okay, lasst mich versuchen, ihr müsst unbedingt irgendwie auch den Weg nach draußen finden. Ja, ich komme dir jetzt hinterher, aber du bist halt schneller als wir, ne? Also, falls mich mal abholen könnte, ich wäre glücklich. Ja, ich muss erstmal auch den Weg nach draußen finden. Das ist gerade gar nicht so einfach. Sieht halt auch alles gleich aus. Ja, alles sieht komplett gleich aus. Du hast auch einen geilen Arsch.
Dankeschön. So, hier drüben ist, glaube ich, die Saaltür. Ich will der Einzige sein mit dem geilen Arsch. Ja, das bist du sowieso. Du hast den XXL geilen Arsch. Ah, ja. Hier vielleicht? Ey, oh, ja, hier sieht's richtig aus. Also, sobald sterblich mit der Lampe weg ist, ist es nur Black Screen. Hier, hier, Ziege, Ziege. Oh! Ja, du hast mich gefunden. Komm her, komm her, komm her. Okay, meh, meh. Okay, wir holen den Rest. Folgt mir, ja? Ich sehe einfach nur nicht bereit. Ja. Okay, ich hole mich irgendwie jetzt, navigieren. Wir holen die anderen. Achso, ich bin. Ich, Master. Ich bin eine Ziege. Hier drüben, komm. Juli, meh. Hier, hier, komm, Ziege. Du bist hinter der. Ah ja, danke doch. Hey, du bist in der Wand. Ich bin hinter dem Schrein so vor mir, Alter. Hey, du bist hinter der Wand? Wie bist du da rein? Ich bin hinter der Wand. Achso, ich bin auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, ja, komm, komm. Hast du jetzt den Ausgang? Geil, geil, komm, kommt her, kommt her. Ja, ja, ja. Wie so Hirte irgendwie so. Kommt her, meine kleinen Ziegen. Du bist so schnell. Das ist ja schnell, der geht rückwärts schneller, als wir vorwärts rennen. Okay, kommt. Oh, okay. Ich bin glücklich als Ziege, Leute. You shame Thunderbolt. Ich mag's irgendwie auch. Okay, kommt so. Mit. Seht ihr jetzt ein bisschen mehr? That's ja. Okay, ich versuche jetzt mal, euch irgendwie wiederzuholen. Ich weiß nicht wie. Gegebenenfalls könntet ihr vielleicht wiederkommen, weil über euren Namen steht halt überall nicht bereit. Ich komme gerne mal wieder. Kann ich vielleicht einfach da rein in so eine Box? Ja, kommt mal hierher irgendwie. Könnt ihr hier was drücken? Du willst uns nur opfern! Er will uns opfern! Ist okay, wenn wir dafür weiterkommen. Da kommt der Hund. Lauf! Aber ich verstehe nicht. Könnt ihr da irgendwie rein oder könnt ihr irgendwas machen? Also. Nee. Wir sind wirklich tot. Dieser scheiß Hund, Alter. Dekoriert es auch komplett. Das ist echt nur noch zum Zuschauermodus. Aber es ist ja glaub, zum Mäusemelken. Ja, ich kann halt wiederkommen. Ohne anständige Geste war das. Der Hund ist nur noch hier, ne? Unanständige Geste? Was? Ich stand das gerade egal. Was? Nichts. Nee, sprich dich aus. Es ist noch zu früh dafür. Ich bin eine glückliche Ziege. Also, mach mal hier so einen geöffneten Käfig auf. Fertig. Oh, dieser süße. Oh, shit. Pass auf, ich komm gleich wieder. Ja, ich hab Animation. Nein. Ach, Mano. Es ist so laut. Ja, ich bin tot. Ich muss pinkeln. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir haben es wirklich versucht. Es ist wirklich Lunch Lady, nur richtig scheiße. Nur ohne also Lady. Noch schlimmer. Lunch. Und wir verstehen auch nicht mal so genau. Also ja, ich glaube, wir müssen einfach jetzt dann wirklich jeden kleinen Quadratzentimeter in dieser Scheißschule absuchen nach irgendwelchen Schlüsseln. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch drei, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge SGH-Kan, wenn die anderen wieder da sind. Oder im nächsten... Oh. Oh, da passiert noch was. Naja, der frisst sich der Satz in den. Warum ist das schlimm, dass der Typ stirbt? Nur weil es noch jemanden Schlimmeren gibt. Ja, so. Also ja. Wahrscheinlich den wir beschweren. Die Storyline ist auch nicht ganz klar. Hören, Erfahrungen gemacht, 100. Leute, lasst ein Like da, kommentiert gerne. Wollen wir darüber sprechen, wie schlecht wir waren? Nein, schaut bei den anderen vorbei. Bis dann, tschüss. Ey, ich finde, wir waren gut. Ich fand auch eigentlich.